Halbzeit. Freiburg für die SG. Banskoleten. Und die spielen das sehr gut runter. Bereits über eine Minute in der ersten Halbzeit gespielt. Und von der Unterzahl runter gespielt. Lars Glüdermann, und er trifft diesmal gegen Johnny Hagen. Auch da war Johnny Hagen am Ball. Aber der Ball war drinne. Jetzt muss man besser rücken, und das Publikum ist jetzt natürlich euphorisiert. Man ist noch ziemlich sauer. Und das Kreisanspiel, der wirft den Ball vorbei. Es gibt Freiwurf für Empor Rostock. 10 Sekunden noch unter Zahl für die SG Banskoleten. Jetzt natürlich Überzahl ausgespielt über Außen, da ist er völlig frei. Mathis Hollmann zum 14:16, und die SG Banskoleten kann jetzt wieder auffüllen. Und jetzt spielt man mit Stefan Schuld, einen Alteingesessenen, auf der Position von Marco Ohm. Ein alten, erfahrenen Fuchs ist er. Und vielleicht ist das genau der richtige Mann hier in dieser hitzigen Atmosphäre. Lars Lüttermann, Tor! Ein wichtiges Tor für Banskoleten. Der hat auch nicht nur von Erfahrung natürlich von Stefan Schulz, sondern auch von der Erfahrung von Lars Lüttermann profitiert. Gut abgesprochen, schlechter Pass nach außen. Kreisanspiel an Christian Klatt. An Klüdermann auf Strauß. Und es gibt wieder Freiwurf. Und Christian Bach scheitert an Johnny Hagen. Fuß nicht geahndet von den Schiedsrichterinnen. Und dann Glück, dass der Ball ankommt bei Christian Wilczek. 15:17. Und jetzt, wo sie den Konter gelaufen haben, zeigen die Rostockerinnen an, jetzt sollte man noch wischen. Anschluss ist, Anwurf ist wieder erfolgt. Spielstand 15:17. Klüdermann versucht sich da durchzusetzen, bleibt hängen. Den Freiwurf. Wieder Klüdermann, Tor mit dem Hüftwurf. Er versucht seine Mannschaft jetzt ein bisschen mitzureißen. Sein 9. Treffer, 16:17. Freiwurf für Empor Rostock. Muss nochmal gewischt werden. Im heißen Spiel wird viel geschwitzt, und da muss auch entsprechend für die Gesundheit der Spieler gesorgt werden, dass niemand ausrutscht. Das ist hiermit getan. Und das Spiel wird fortgesetzt.
Ja, Scheer sucht da die Lücke, wo keine ist. Wieder Tobias Scheer, scheitert an Mike Stenzel. Scheer bleibt liegen, aber der Konter, der SG läuft. Christian Klatt. Und das Foul gegen Christian Klatt. Und jetzt müssen hier zwei Spieler behandelt werden. Und jetzt müssen die Schiedsrichterinnen aufpassen, dass sie das Spiel hier nicht verlieren. Raus! Voller Abpfiff! Tobias Scheel steht auf jeden Fall schon mal wieder, hat was am Arm abgekriegt. Christian Klatt liegt noch. Und auch Christian Klatt steht jetzt wieder. Und es gibt 2 Minuten gegen Martin Kosinski. Nach der Absprache mit den Schiedsrichtern. Nachdem sie die Schiedsrichterin abgesprochen hatten, gibt es jetzt die 2 Minuten gegen Rostock. Und Freiwurf für die SG Banskulitzen. Also die SG Banskulitz in Überzahl. Jetzt machen sie sich da selber ein bisschen eng und das Tor von Lars Glütermann durch eine Lücke, die kaum da war. Und dann auch noch den Torwart getunnelt zum Ausgleich, 17 zu 17. Jetzt haben sie den Ball, hat Glück, dass er den Freiwurf bekommt. Stürmerfoul entschieden und Ballbesitz von Skolitzen. Und die Chance jetzt hier in Überzahl für die SG Banskulitzen, wieder in Führung zu gehen. Robert Schneidewind scheitert an Johnny Hagen. Und der Konter. Und Empor läuft. Gehalten von Christian Bach, aber so richtig durchgelaufen ist er nicht. Lässt er die Seite und der Zahl runterlaufen. Und schlechter Pass und der Konter der SG läuft. Und das war die schlechtere Option. Der Pass auf Christian Klatt raus auf Alexander Kahn oder auf Hendrik Strauß. Wäre die bessere gewesen, beide standen frei. Und Empor Rostock. Nun wieder voll und nun haben wir sich entschieden, den Lars Glütermann aus dem Spiel zu nehmen. Christian Bach setzt sich da durch, wird dann abgepfiffen.
Wenn da Luke Pfiffen, der Freiburg uns da genau ausgeführt werden. Bekommt der Ball an zu Christian Kratz. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Erik Harm. Das sind seine zweiten 2 Minuten in diesem Spiel. Und Erik Harm kann das nicht so ganz verstehen, warum er da jetzt die 2 Minuten bekommen hat. Und jetzt gibt es noch 7 Meter für die SG. Nee, es gibt Freiburg für die SG Bandkollegen. Und Zuschauer sind jetzt da bei der erneuten Überzahl. Und die Mannschaft unterstützen. Wäre die Passmöglichkeit auf Schuld da gewesen. Und Strauß mit dem Heber zum Tor. 18:17. Durch Henrik Strauß sein erster Treffer. Und da ärgert sich Johnny Hagen sehr. Das gemacht. Und Schuld. Kreis ans Spiel und jetzt abgepfiffen und wieder nach dem Abpfiff geworfen. Und wieder wird es nicht geahndet. Mathis Hollmann. Das sorgt für einige Aufregung auf der Tribüne, aber nicht auf dem Feld. Da geht es ruhig weiter. Und das ist, denke ich, auch ganz gut so. Gütermann. Wird gehalten. Gibt Freiwurf für Wanskulezen. Und wieder geht Klatter zu Boden. Schneidewind. Tor. Wird über die Klinge springen gelassen. Aber das Tor trotzdem von Robert Schneidewind. Sein zweiter Treffer. 19:17 für die SG Wanskulezen. Und wieder hat er Christian Klappers abbekommen. Wieder. Ein Schlag auf die Brust, glaube ich, aber er steht wieder. Und so möchten wir hoffen, dass es ohne große weitere Einschränkungen weitergeht. Jetzt wird sich nochmal abgeschlagen in der Abwehr von Banskulezen. Das ist auch schon wieder ein Lächeln auf dem Gesicht von Christian Klatt. Er kann wieder durchatmen, er kann sich auch freuen über die 2-Tore-Führung seiner Mannschaft. Aber man hat hier noch einen langen Weg vor sich. Und Stürmerfoul entschieden. Und schlechter Pass von Christian Klatt auf Robert Schneidewind. Und damit jetzt die Kontermöglichkeit, weil Schneidewind ist noch nicht zurückgeeilt. Rostock bricht ab. Neuer Angriff.